Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Destiny 2 Video. Heute wird also um Punkt 19 Uhr der Raid die gläserne Kammer für euch betretbar sein, um euch ein kleines Update zu geben, wie ich mich ausrüste, welche Klasse ich spiele und so weiter. Hier einmal kurz die Informationen. Als Klasse habt ihr euch überwiegend den Titanen gewünscht. So habe ich mich darauf fokussiert, alles Nötige beim Titan zu leveln und anzupassen. Fangen wir also mal mit den Waffen an. Im Kinetik-Slot werde ich den neuen Granatenwerfer aus der aktuellen Season namens Zündungscode mit mir führen. Wenn ich einmal einen Exo-Granatenwerfer brauche, so rüste ich für diesen Slot den Dürresammler aus. Für Scharfschützen habe ich die Sniper Long Shadow bzw. Langer Schatten dabei und falls ich eine Spezialwaffe im Energieslot ausrüste, noch die außergewöhnliche Darbietung MP. Selbstverständlich könnte auch Doppelslug Shotgun eine wichtige Rolle spielen, so habe ich hier die Rage-Rot-Flinte aus dem Tiefstein-Krypta-Raid mit dabei. Was den Energieslot betrifft, nehme ich natürlich dann die Ekolos MP mit ihr lässt sich nämlich ein sehr gutes Warmind-Build-Set spielen und neben dem habe ich dann auch die Ekolos Sniper, den Wahrheitssprecher und die Workaholic Shotgun dabei. Wie gesagt, Double Slug könnte vielleicht eine gute Möglichkeit hier und da mal sein zu spielen, daher auch die Workaholic. Was den Heavy-Slot angeht, nehme ich den aktuellen DPS-Killer Todbringer mit, dann die Whisper des Wurms, Xenophage, die Klage, Anarchie und den Raketenwerfer Königlicher Einzug. Je nach Phase kann ich dann hier auf die entsprechende Waffe natürlich switchen. Was meine Rüstung anbelangt, so packe ich auf den Helm die Mods Granatenwerfer und Raketenwerferfinder als auch einen Erholungsmod und den Artefaktmod Explosionsradius drauf. Dank dem Artefaktmod kann ich durch Raketenwerfer und Granatenwerferkills mit Licht aufgeladen werden. Bei den Handschuhen nehme ich selbstverständlich auch einen Erholungsmod, einen Granatenwerfer- und Raketenwerferlademod und den Artefaktmod Hammer des Kriegsgeistes mit. Je nach Phase rüste ich dann zwei Lader derselben Waffengattung dann aus. Der Mod Hammer des Kriegsgeistes sorgt dafür, dass ich zum einen Warmind-Zellen erstellen kann und durch das Zerstören unaufhaltsamer als auch Überladungs-Champions stunne. Bei der Brust habe ich sowohl das Exo Harnisch der Sternschnuppe für maximalen Schaden mit der Titan-Rakete als auch ein legendäres Rüstungsteil dabei. Falls ich die Titan-Bubble nämlich auspacke, kann ich hier zur Not auf den Saint 14 Helm und die legendäre Brustplatte switchen. Auf beiden Brustplatten habe ich die Mods Raketenwerferreserven, um maximale Heavy-Munition zu erhalten und ein großer Erholungsmod gibt hier natürlich auch mehr Prozente auf meinen Erholungswert. Bei meinen Schuhen nehme ich dann wieder normale Legendäre mit, diese haben dann einen Erholungsmod, den Granatenwerfer- und Raketenwerferplünderer-Mod und einen Lichtaufnahmemod ausgerüstet. So erhalte ich aus Munitionspacks mehr Munition und bin bei Kills ohne Raketenwerfer und Granatwerfer immer noch mit Licht aufgeladen. Beim Klassenitem nehme ich dann zwei Artefaktmods tatsächlich mit, einmal Durchbrechen und Räumen und dann noch Silbernes Geschoss. So kann ich durch einen Granatenwerfer Bosse bzw. Bossgegner einen Debuff wie mit Oppressive Darkness geben und mit dem Raketenwerfer bei meiner Lichtaufladung maximalen Schaden ausrichten. Ja, das war's schon im groben Ganzen. Des Weiteren habe ich natürlich auch noch ein paar Raid-Banner dabei, um bei jeder Phase mit voller Munition in den Kampf zu gehen. Neben dem habe ich natürlich auch noch genügend Ressourcen, um halt spontan irgendwelche Waffen noch hoch zu infundieren. Und ja, das war's dann wie gesagt schon im groben und Ganzen. Mit welcher Klasse geht ihr eigentlich an den Start? Lasst mich das doch einmal in den Kommentaren wissen. Ich bin mal gespannt, welche Klasse hier am häufigsten genannt wird. Den ganzen Day One werde ich natürlich mit meinem Team wieder aufnehmen. Hoffentlich läuft hierbei auch alles glatt. Aber nun gut euch allen. Für später viel Spaß, Erfolg und einen wunderbar guten Grind.